Ja, genau. Okay, ich fühle, ich glaube, dass noch mehr Menschen verwickelt sind. Ich muss Ihnen auch sagen, dass aus irgendwelchen Gründen Ihr Sohn mir Steine zeigt. Ich weiß aber nicht, wo diese herkommen. Vielleicht ist es ein Denkmal, um das die Steine gesetzt werden sollen. Aber auf jeden Fall zeigt er mir Steine. Gibt es Steine? Ja, das war dort, wo er sich mit seinen Freunden immer getroffen hat. Das war ein Platz in der Nähe vom Wasser. Und da hat er sich immer getroffen? Da hat er sich immer mit seinen Freunden getroffen. Und im Wasser? Ja. Ich möchte Ihnen auch sagen, ist der Großvater da als Geist? Er ist, ja. Väterlicherseits? Ja. Denn die Dame hilft ihm rüber. Er kommt sehr schnell übrigens und sie hilft ihm dabei. Es ist eine sehr enge Verbindung zwischen diesen beiden. Mhm. Hatte dein Sohn eine enge Verbindung zum Großvater? Ja. Ja? Ja. Ich möchte Ihnen auch sagen, dass er... sie gibt ihm Zucker, also der Großvater. Ich glaube, die Großmutter gibt ihm ständig Süßigkeiten, als er herüberkommt. Das ist möglich, ja. Das, die lebt auch nicht mehr, die Großmutter? Nein, die lebt auch nicht mehr. Es ist auch... Es gibt auch etwas von einem Lehrer. Ich sehe eine Schule. Ich weiß nicht, hat sie in der Schule gelehrt? War sie Lehrerin oder... Sie war nicht Lehrerin, aber sie war sehr oft in der Schule. Immer wenn es Probleme gab oder so, sie war immer dort. Nein, das kann es dann nicht sein. Ich glaube, ich frage mal, hat Ihr Sohn vielleicht seine Schule nicht abgeschlossen? Gab es da eine Pause oder eine Unterbrechung zwischen zwei verschiedenen Schulen? Hat er die Schule mal gewechselt im Laufe seiner Ausbildung? Ja, er hat während der Ausbildung die Schule gewechselt. Da hatte er zwei verschiedene. Ja, denn ich habe das Gefühl, als wenn er mir sagen möchte hier, er sagt mir, dass er jetzt seine Schule fertig macht. Er macht seine Ausbildung fertig. Ja. Er sagt mir auch den Namen, der etwas Karl, ich weiß nicht, wer Karl ist, aber er spricht immer von einem Karl. Gibt es einen Karl in das sein Großvater hieß Karl Heinz. Aber sonst weiß ich nicht. James ist mit ihm. Kannst du sehen, ob das muss derjenige sein, mit dem er zusammen ist. Kannst du sehen, ob Raimo gut Ich sehe zwei geht? Menschen. Das wird sein Großvater sein. Ja, es geht ihm sehr gut. Ich habe das Gefühl, es sind zwei Menschen an seinem Tod beteiligt. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich das Gefühl habe, es gibt ein Fenster. Oh ja, ein Fenster. Jemand steht am Fenster oder in der Tür, zeigt er mir. Ich fühle übrigens, dass etwas ihm weggenommen wurde in der Nähe seines Todes. Es wurde ihm etwas gestohlen oder weggenommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Seine ganz persönlichen Sachen, das Geld, die Brieftasche, Telefon, also viele persönliche Sachen wurden ihm alle weggenommen. Aha. Geht es ihm gut, ja, weil sie träumen denn von sagt ihm? Mir, dass er... Ja, sie träumen von ihm, weil er in ihre Träume kommt und er möchte mit ihnen kommunizieren. Er möchte sie wissen lassen, dass es ihm gut geht. Ich möchte sie noch eine Sache fragen. Er zeigt mir Schlittschuhlaufen, ein eisbedeckter See, auf dem Schlittschuhläufer sind. Ist der Schlittschuh gelaufen? Er ist nicht Schlittschuh gelaufen. Du sagst ja, Saskia. Ist der Schlittschuh gelaufen? Ins Mikro. Du bist die Schwester. Aber jemand läuft Schlittschuh. Hat jemand das als Sportart betrieben? Vielleicht erinnern Sie sich vielleicht an eine. Ich weiß, ich habe ihn gehört. Meine Tochter sagt das. Denn sie sagen mir, dass er hat eine Erinnerung daran, an eine Schwester, mit der er Schlittschuh gelaufen ist. Saskia? Ich habe Eiskunstlaufen gemacht. Ich war dabei, öfters bei.
Er möchte sie daran erinnern. Er möchte, dass Sie sich daran erinnern. Stimmt. Ja, stimmt. Wo Saskia klein war, hat sie, sie Schlittschuh gelaufen. Das stimmt. Es gibt ein kleines Mädchen, von dem er redet. Ein kleines Mädchen, ich weiß nicht, ist es vielleicht eine Nichte von ihm? Es muss ein kleines Mädchen in der Familie geben. Es war wahrscheinlich seine Schwester, ne? Du warst 11, ne? Als es passiert ist. Sie war fünf Jahre, wo sie angefangen hat mit Schlittschuhlaufen. Und da war er immer mit. Denn er zeigt mir, gibt es gegenwärtig ein kleines Mädchen? Nein, gegenwärtig nicht. Okay. Dann muss es wahrscheinlich, er hat mir nämlich das Bild gezeigt eines kleinen Mädchens. Ich möchte Sie Ihnen sagen, dass er Sie beide sehr lieb hat und er, das war jetzt das Bild. Er hat von seinem Vater erzählt und ich weiß nicht, lebt sein Vater denn noch? Ja, sein Vater lebt noch. Okay, aber er spricht sehr oft von seinem Vater und er sagt, die Gesundheit seines Vaters ist nicht zum Besten bestellt. Ich weiß nicht, es könnte im Herzbereich liegen. Er sollte sich einmal den Brustkorb untersuchen lassen. Er hat Probleme mit den Lungen. Ehrlich? Ja. Es gibt eine Behandlung, der Vater vor kurzem unterzogen wurde, eine medizinische Behandlung. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja, bitte schauen Sie sich das einmal an, denn er erzählt immer etwas von einer medizinischen Behandlung, die er entweder bekommen sollte oder schon erhält. Dann sollte auf jeden Fall sein Herz überprüft werden. Okay. For the moment, thank you. Gut. Wir müssen vielleicht den Zuschauern viele Dinge erzählen. Diese ganzen Informationen, die wusste ich nicht, die wusste auch James nicht, weil der Kontakt ja nie vorher da war. Und viele Dinge, wie mit dem Schlittschuhlaufen und so weiter, man hat ja auch gemerkt, das sind Dinge, die sehr stimmig sind. Man kann Sachen nicht erklären, die gibt es einfach zwischen Himmel und Erde. Ja. Und ich hoffe, dass mit dem, was ihr hier erlebt habt, auch mit dem, was hinterher wahrscheinlich noch passiert in den Gedanken, dass es für euch beide ein bisschen aufwärts geht. Wart ganz tapfer. Auf alle Fälle. Und ich sage ganz lieben Dank, dass ihr beiden meine Gäste seid. Danke, danke, danke. An der Stelle möchte ich Ihnen meinen nächsten Gast vorstellen. Herzlich willkommen, Susanne. James, brauchst du erst Informationen über meinen nächsten Gast Susanne oder siehst du etwas? Ich möchte Sie fragen, ist Ihre Mutter verschieden? Ist Ihre Mutter gestorben? Nein. Meine Oma? Nein. Es steht eine Dame neben ihr. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht geholfen hat, sie wieder aufzurichten, das Kind wieder aufzuheben. Aufzuziehen Oma vielleicht. Oma. Verstorben, ja. Es gibt eine verstorbene Oma. Ich glaube, Oma, das ist, haben Sie Ihren Ehemann verloren? Ja. Ja? Und ist das richtig, dass Sie Ihren Ehemann verloren haben, Ihren Partner? Ja. Denn er steht hinter Ihnen im Moment. Und er sagt mir, dass Sie sehr überrascht waren, als er verstarb. Sie dachten nämlich, dass Sie zuerst sterben würden. Stimmt das? War das ein plötzlicher Tod? Ja, für mich schon. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, als er mit Ihnen oft Scherze getrieben hat. Sie haben oft Scherze über den Tod gemacht, dass einer länger leben würde oder dass er noch ganz lang Sie überleben würde. So ungefähr haben Sie öfter gescherzt. Ja, weil er immer gesagt hat, er wird 100. Hat er immer gesagt, er wird 100? Wie alt ist er geworden? 50, 51. Mhm. Und
Ich fühle, dass er krank war, bevor er verstarb, denn ich fühle es in meinem Körper, dass er sich nicht besonders gut gefühlt hat, bevor er starb. Stimmt das? Ja. Ja? Er war im Koma. Mhm. Er spricht auch über eine Behandlung, die er erhalten hat, und er sagt mir, ich wollte Sie auch etwas fragen, hatte er etwas am Kopf? Hatte er vielleicht eine Krankheit am Kopf? Welche Krankheit hatte er? Wachkoma. Er war im Wachkoma. Ja. Mhm. Aber hat er einen Herzschlag bekommen oder einen Herzschlag? Herzstillstand. Sauerstoffmangel. Sauerstoffmangel und dann Wachkoma. Ja. Mhm. Denn sein Kopf ist daran beteiligt, sagt er mir. Ich muss Ihnen auch sagen, dass er zu mir spricht über einen Teddybär, ein Tier, ein Plüschtier. Und ich glaube, es ist im Bett, im Schlafzimmer oder im Raum. Irgendetwas wie ein Teddybär oder ein Stofftier. Ein Teddybär war auf sein, oh Gott, auf seinen Infusionsständer. Mhm. Was hast du denn da hingemacht? Mein Sohn. Dein Sohn? Ja. Mhm. Denn er zeigt mir diesen Teddybär und er möchte Ihnen dafür danken. Ich möchte wissen, er erinnert sich daran, dass er ihn immer bei sich hatte. Er hat Ihnen auch gesagt, dass jemand seine Augenlider angehoben hat und gefragt hat, bist du da, bist du da? Das sagt er mir gerade. Hast du das gemacht? Ja. Haben Sie vielleicht einen verstorbenen Onkel? Ich? Ja. Ich, ja. Ja? Ja. Sie hat. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich sehe ihn, wie er Klavier spielt. Ich weiß nicht, hat er Klavier gespielt? Oder ich bekomme hier ein Klavier gezeigt. Jemand spielt Klavier. Sie spielt Klavier. Und mein Opa und mein Onkel haben immer gesagt, ich sage Ihnen, Ihr Mann ist um Sie herum mit dem Klavier, danke. Deshalb zeigt er mir das. Ich möchte Ihnen aber auch sagen, Ihr Mann möchte, dass Sie zurückgehen und das Klavier wieder spielen, denn Sie haben für ihn gespielt früher, als Sie zusammenlebten. Das sagt er mir. Und er sagt, Sie haben das schon lange nicht mehr getan und er möchte, dass Sie das wieder aufnehmen, das Klavierspiel. Ja, stimmt. Hast du eine Frage? Vielleicht kann James irgendwas rauskriegen. Er sagt mir auch, dass er für die Hilfe mit dem Kissen danken möchte. Ich weiß nicht, ob Sie ein Kissen ins Krankenhaus gebracht haben, aber er möchte Ihnen Dank sagen für das Kissen, was Sie ihm einmal gebracht haben. Gab es etwas mit dem Kissen? Ja. Was? Ich habe sein Kissen mitgebracht. Von zu Hause? Damit er sich im Krankenhaus wohlfühlt. Mhm. Möchtest du irgendwas wissen? Vielleicht kannst du James rauskriegen. Wie es ihm geht. Was er in letzter Zeit, im letzten anderthalb Jahr empfunden hat. Schmerzen. Ob er was noch zum Sagen hat. Okay. Dieser Mann hat nur einmal Schmerzen erlitten. Die einzigen Schmerzen, die er hatte, seit er den Körper verlassen hat, war der Schmerz des Kummers seiner Frau und seiner Familie. Er fühlt ihren Schmerz. Er möchte, dass sie wissen, er ist sehr glücklich, wo er jetzt ist, und er ist wie in einem Garten, umgeben von vielen Blumen und das, was er immer liebte, und er möchte, dass sie auch mit ihm in diesem Blumengarten sind und sie wissen, dass er niemals allein ist. Er sieht sie in einem Lieblingsstuhl sitzen in der Stube und kochen, das sagt er mir. Also, auch da sage ich danke für den Moment, James. You will see us in a minute. Und ich denke, es gibt auch eine Pause, ne? Ja? Okay. So.
So, wir sind wieder da. James van Praagh ist uns zugeschaltet und er hat auch schon gerade bei meinen ersten Gästen Verblüffendes gesehen. Und ich hoffe auch, dass es bei meinem nächsten Gast etwas passieren wird, weil sie konnte sich nie verabschieden. Von wem? Vielleicht sieht es James. Hier ist Melanie. Herzlich willkommen. Siehst du etwas, James, oder brauchst du Informationen von mir oder Melanie? Ich sehe jemanden da und diese Person verstarb in einem Auto bei einem Unfall. Ich sehe den Autounfall. Also ich kenne ein Mädchen. Also wenn Sie das nicht verstehen. Ja. Du siehst, woran erinnerst du dich? Sie hat den Autounfall, das ist schon richtig. Ein Mädchen, das du kanntest? Aus der Schule. Aus der Schule? Ja, da richtig. Okay. Dankeschön. Sie ist auch neben Ihnen und Sie können sich vielleicht fragen, warum, aber sie möchte Ihnen danken. Ich weiß nicht, warum. Es ist sehr viele Jahre her, aber sie spricht darüber, dass sie wahrscheinlich bald ihre Familie sehen könnte und sie möchte, dass sie sie grüßen. Und dass sie ihnen mitteilen, dass es ihr gut geht, das ist für sie sehr wichtig. Und sie sagt mir etwas von Weihnachten, also um Weihnachten herum. Gibt es da irgendwas, lebst du noch an dem Ort, wo die Familie von dem jungen Mädchen das schon, also du siehst die Eltern oder so, das ist schon machbar? So den Kontakt hatte ich nie zu ihr. Ja, aber die Eltern leben in deinem Umkreis. Ja. Bei dir geht es darum, dass du sehr früh den Opa, an dem du sehr hingst, und auch den Vater verloren hast. Und das ist wirklich das Bedürfnis für dich. Das ging so schnell und unerwartet. Verabschieden. Aber wie gesagt, wir können hier nicht zaubern. Und das hat auch nichts mit Zauberei zu tun. Ich weiß nicht, ob James irgendwie etwas in der Art sieht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es eine sehr starke Verbindung zu ihrem Vater gibt. Ich möchte Ihnen die Dinge sagen, die ich jetzt empfange, ist von den Großeltern die Rede. Ich weiß nicht, es könnte der Großvater sein. Ich sehe auch das J als Anfangsbuchstaben. Wie hieß dein Opa? Klaus. Klaus. Und ich wollte Ihnen noch sagen, ja, sie möchte von ihrem Vater etwas hören. Es gibt aber noch jemanden anderes mit dem J. Gibt es irgendjemanden? Na, sie erinnert sich nicht. Ich möchte sie noch fragen. Gut. Sie wird später sich daran erinnern. Es gibt noch jemand, der mir etwas erzählt von einem Arbeitswechsel in ihrer Umgebung. Haben Sie etwas davon gehört, dass jemand aus Ihrer Nähe seine Arbeit verloren hat? Auch nicht. Nein. Okay, tut mir leid, das bekomme ich hier. Jemand, der in der Bank arbeitet und der verliert in dieser Bank entweder seine Arbeit oder er verliert Geld. Schade, dass es Ihnen jetzt nichts sagt. Und hat Ihre Mutter wieder geheiratet übrigens? Ja. Sie müssen verstehen, Ihr Vater hat der Mutter geholfen, diesen Mann wiederzufinden, diesen Mann zu finden. Und die Mutter kannte diesen Mann schon eine Weile, das sagt sie mir. Sie waren vor der Hochzeit schon befreundet. Stimmt das? Ich muss Ihnen auch sagen, dass Ihr Vater Sie sehr gut beobachtet. Ich weiß das, aber ich muss Ihnen sagen, als er verstarb, es war ein sehr schneller Tod und ich wollte Sie fragen, hatte es mit seinem Herzen zu tun oder mit dem Brustkorb, mit dem Brustbereich? Was war's? Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt. War ein schneller Tod, ne? Okay. Ja. Denn er kommt jetzt sehr stark zu Ihnen durch und der erste Kontakt, den ich mit ihm habe, ist über den Tod. Das ist die letzte Erinnerung, die er auf der Erde hatte. Und das wäre dann dieser Herzinfarkt gewesen. Gibt es in der Familie zwei Mädchen? Ich und meine Schwester. Du und deine Schwester. Mhm.
Ja, danke. Denn er sagte, er vermisst sehr seine zwei Mädchen. Sie fehlen ihm sehr. Er könnte auch die Sache mit der Hochzeit verwechselt haben. Da müssen Sie Ihre Schwester mal fragen. Vielleicht bekomme ich hier Zeichen von beiden. Wie, Sie verstehen? Ja. Hat jemand vielleicht vor kurzem gerade einen Hund gekauft oder ein anderes Tier? Meine Mutter hat eine Katze. Deine Mutter hat eine Katze, ja. Haben Sie diese Katze vielleicht irgendwo herbekommen, vielleicht von den Eltern oder sie dorthin gebracht? Nein. Nein. Der Vater spricht immer dieses Tier im Haus und er spricht auch darum, dass es immer um seine Füße streicht. Ich dachte, es wäre ein Hund oder ein anderes Tier. Früher gab es einen Hund und jetzt hat die Mutter eine Katze. Also der Hund muss jetzt als Geist mit dem Vater leben, denn er spricht über einen kleinen Hund. Hat der Vater gern geangelt? Liebte er das Angeln? Nein. Okay. Er erzählt mir immer etwas vom Angeln. Also ich glaube, du hast es ja gemerkt, ne? Es hat gedauert und gedauert, aber dann kamen die Sachen und das mit dem Herzinfarkt. Magst du irgendwas noch wissen, was James vielleicht sehen kann? Wie gesagt, es gibt keine Garantie. Also ich möchte einfach wissen, ob es ihm gut geht und ob er stolz ist auf uns und ob er uns vermisst. Es geht ihm sehr gut. Er ist sehr stolz auf Sie. Er sagt mir, dass er mit seinen Händen jetzt arbeitet und er baut etwas oder er macht etwas Handwerkliches mit seinen Händen. Er möchte, dass Sie das wissen. Und er sagte, dass jetzt irgendjemand ein neues Haus baut oder umzieht und er arbeitet dort und hilft mit. Gibt es da jemanden? Ich weiß nicht, ob es die Schwester ist, aber irgendjemand zieht um. Mhm. In ein neues Heim. Seine damalige Freundin. Ich möchte. Er hat mir auch gesagt, Sie suchen gerade neues Geschirr aus. Er hat Sie beobachtet, dass Sie irgendwo sich Geschirr angesehen haben. Und er macht Scherze darüber. Stimmt das? Also, er ist für die Küche halt laufend. Ja. Okay. Dann belassen wir es an der Stelle auch erstmal. Er sagt, sie konnte sich nicht entscheiden, was sie kaufen sollte. Ja? Ja, kann ich nie. Also. Ja, hin und her. Ich sage erstmal auch hier, für den Moment. Okay. Ja? Ja. Er liebt sie. Okay. Das halten wir fest. Danke, James. Danke dir, Melanie. War es hart oder ging's? Ja, ich hoffe, es bringt dir was. Dankeschön, dass du gekommen bist. Einen Gast habe ich noch und die Dame möchte ich Ihnen auch vorstellen. Hier ist Yvonne. Grüß dich, Yvonne. Was hast du hier mitgebracht? Das ist der Hase von meiner Tochter. Mhm. Okay. Er gehörte ihr. Du siehst James. Ja. James sieht dich. Was er um dich herum sieht, welche Fragen du hast, all das klären wir. Machen aber erst eine ganz, ganz kurze. So, bei mir ist Yvonne und vorgestellt habe ich euch auch schon James. Hallo Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo. Ich möchte dich fragen,
Es gibt eine Tochter um sie herum. Sie war sehr jung, vielleicht 2 Jahre alt, als sie starb. War sie sehr jung? Jünger wie 2 Jahre. 7 Monate. Hat das Baby eine Decke? Ihnen eine Decke geschenkt, als Geschenk für das Baby? Ja. 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 Denn ich erfahre von dieser Tante, dass es so eine Decke gab und es gab so eine Art Musical um das Baby herum. Ich weiß nicht, ob es so eine Art Mobile war oder irgendetwas Musikalisches, was man aufziehen kann und was dann Musik gespielt hat. Ja, das hat sie auch gehabt, stimmt. Gab es das bei der Tochter? Ja? Ja, das haben wir ihr ins Krankenhaus übers Bettchen gehangen. Ich möchte... Das stimmt. Ich muss Ihnen auch sagen, dass mit diesem Baby, ich habe das Gefühl, ihr Blut, das Blut des Babys war nicht gut. Auch ja. Und ich fühle, sie hatte Bluttransfusionen bekommen. Ich habe das Gefühl, es gab Bluttransfusionen. Ich weiß nicht, ob das Leukämie oder so etwas war, aber irgendetwas stimmt mit dem Blut nicht. Leukämie nicht, aber eine Bluttransfusion hat sie auch gehabt. Das stimmt. Ich habe so das Gefühl, ich möchte Ihnen auch sagen, dass die Nieren sehr schwach waren. Stimmt. Ja, denn das wird mir so zugetragen. Sie wissen, dass sie jetzt ein Engel ist. Ja. Das weiß ich. Und ich möchte Ihnen noch etwas sagen, was ganz Persönliches zu diesem Baby. Es wird wieder zur Erde kommen, so lange, wie es hier sein muss, um Lehren zu haben. Denn nur wenn Sie auf dieser Erde geboren werden, heißt das nicht automatisch, dass Sie hier 70, 80 oder 90 Jahre leben müssen. Mit Ihrem Baby habe ich das Gefühl, dass es nur eins gebraucht hat, nämlich die Erfahrung der Geburt. Und das war es bereits. Das war schon alles. Es ist eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kind. Es gibt auch noch ein lebendes Kind. Ja. Und um dieses Kind müssen Sie sich sehr sorgen. Denn ist es auch ein Mädchen? Nein. Oh, a boy. Aha, ein Junge. Aha. Right. Ich möchte Sie etwas fragen. Gibt es ein Grab? Haben Sie Ihr Kind beerdigt, Ihr Baby? Ja, haben wir. Okay. Denn ich bekomme hier gezeigt ein Grab und einen Baum neben diesem Grab. Und ich soll Ihnen auch danken dafür, dass Sie etwas getan haben, um das Grab herum. Irgendwie haben Sie vielleicht Tiere darum. Ich weiß nicht, ob Sie die Tiere eingeritzt haben in den Stein oder ob es ein Tier auf dem Grabstein gibt oder ob Sie so Spielzeug hingestellt haben. Verstehen Sie? Okay. Ganz bestimmt, ich möchte noch eine Frage stellen. Auf dem Grabstein steht dort Baby und dann der Name, also zuerst Baby und dann der Name? Nein, nur Ihr Name. Nur Ihr Name? Wann sie geboren und verstorben ist. Mhm. Und der Schmetterling. Mhm. The name. Und der Name. Ja. And what does August mean to you? Und was bedeutet August für Sie, der Monat August? Mein Mann Geburtstag. Im August. Im August. Dieses Baby war dann da. Es ist sehr viel um Sie herum und es möchte Ihnen danken, dass Sie noch Bilder, Sie haben Bilder dupliziert, Sie haben große Bilder aus kleinen hergestellt und sie dankt Ihnen, dass Sie das für das Baby tun aus der anderen Welt. Aus kleinen Bildern? Es wird noch übrigens ein weiteres Baby geben. Ja, und 3 Jungs. Und jemand trägt
eine Schlüsselkette und es sieht aus, als wäre da ein Bild des Babys an dem Schlüsselanhänger mit dran. Gibt das einen Sinn? Nein, gar nicht. Ein kleines Bild des Babys mit einer Kette daran sehe ich. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das wird mir hier gezeigt. Ich trage eine Kette, ja. Du trägst eine Kette. Mit dem Herz. Und da soll, soll ihr Bild als rein, ja. Da soll das Bild rein. And there's a picture of the und baby ist da ein Bild des Babys drin? Ja, da soll rein. Ja, danke schön. Das war's dann also. Okay. James. Das bedeutet es. Ich weiß nicht immer genau. Ich sehe nur etwas und kann nicht immer die Bedeutung gleich erkennen, ja. Okay. Also, man darf sich das nicht vorstellen. Und da hake ich noch mal ein zum Ende der Sendung. Und das hast du ja auch gesehen, weil du hast die anderen Sendungen ja auch verfolgt. Es ist nicht so, dass man auf Knopfdruck, zack, 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 dann hat man die Antworten. Manchmal muss man sich rantasten, manchmal über Sprache und so weiter. Ist es einfach ein Gefühl, etwas, was James halt sehen kann, was wir vielleicht ganz klar nicht erkennen können, wie eine Rechenaufgabe. Und ähnlich wie bei Melanie über Umwege und so, sind Dinge einfach stehen fest, die dir passiert sind, die einfach stimmen. Gehst du mit einer Erfahrung hier raus, bringt das was? Oder sagst du, das ist wahrscheinlich erst später, wenn man drüber nachgedacht hat, was hier alles gesprochen wurde? Also es hat schon sehr viel geholfen jetzt, auf jeden Fall. Weil es sind Sachen, die konnte er nicht wissen. Mhm. Die habe ich niemandem erzählt. Das mit der Decke oder so, das ist einfach, wo ich dann sage, es gibt was und es hilft einem. Es hilft einem. Ne? Es hilft einem. Das sehe ich auch so. Ja. Ich sag für heute erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, James. Wir sehen uns morgen wieder. Für Sie zu Hause alle Informationen über Mr. James von Prag im Internet unter www.vera.de, Buch und so weiter. Alles steht da drin. Oder rufen Sie mich einfach an. An meine heutigen Gäste auch Dankeschön. Hallo nach Hause. Ganz, ganz herzlich willkommen. Und wenn Sie die gestrige Sendung gesehen haben, dann werden Sie ähnlich wie ich so richtig aus dem Staunen nicht rausgekommen sein. Wir haben wieder versucht mit unserem Supermedium aus den USA, James von Prag, der uns auch heute zugeschaltet ist. Hallo James. Herzlich willkommen nochmal. Ja. Hallo Vera, vielen Dank, schön, dass du wieder da bist. Wir haben versucht, mit meinen Gästen, die alle ein Bedürfnis haben, nämlich Kontakt zu ihren Verstorbenen zu bekommen, Kontakt hinzubekommen. Ob das funktioniert oder nicht, das ist immer so eine Frage, weil James natürlich nicht auf Knopfdruck alles beantworten kann. Viele, viele haben auch nach seinem Buch gefragt, noch das zeige ich Ihnen noch mal gerne, aber alle weiteren Informationen bekommen Sie bei uns heute übers Internet www.vera.de. Deswegen würde ich einfach sagen, James, bist du soweit, weil ich habe Gäste da, die viele, viele Fragen haben. I'm ready. Okay. Ich bin bereit. Wunderbar, dann sage ich herzlich willkommen Akanea und Andrea. Also Mutter und Tochter, ja. Um wen trauert ihr beiden und was ist genau passiert? Ich traue meine Tochter und Akaina um ihre Schwester Romy. Mhm. Was ist da passiert? Sie wurde 1995 am 11. September ermordet. Also erst entführt und dann ermordet. Ja. Und du hast auch, oder ihr habt auch die Sendung gesehen? Ich habe sie gesehen. Okay, und wir fragen James, ob er in irgendeiner Form Kontakt aufnehmen kann. Ich bekam etwas, bevor sie sich hingesetzt haben. Ich sah einen Mann, der hat sein Gesicht bedeckt. Und ich möchte das nicht grafisch gemeint haben, aber ich muss Ihnen sagen, was ich hier empfange. Das Mädchen wurde gezogen und der Hals war irgendwie zugezogen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Mann die Machtkraft ist zu stark hier, aber ich glaube, er wurde stranguliert. Haben Sie ihn dann später irgendwo gefunden, im Wald irgendwo? Meine Tochter haben wir im Wald gefunden. Ja. Die wurde gefunden, ja. Von der Krankenschwester. Thank you. Dankeschön.
denn ich bekomme hier etwas gezeigt um den Hals und ich habe auch etwas gesehen, dass der Mann etwas auf den Kopf bekommen hat. Aber in diesem Waldgebiet war auch Wasser in der Nähe, gab es dort einen See und Waldgebiet. Sehr viel Wald, aber Wasser weiß ich nicht. Aber Wasser spielt, glaube ich, eine Rolle. Oder? Wasser spielt eine Rolle, eine ganz große. Ja. Sie haben Wasser überquert. Vielleicht können wir das erklären. Ja. Was war mit dem Wasser? Ich muss Ihnen etwas sagen, ja. Hat er Sie ins Wasser geschubst, mal irgendwann untergetaucht? Nein, Wasser war meine Tochter, ihre Urne wurde gestohlen. Was bedeutet dann das Wasser? Meine Tochter, ihre Urne wurde gestohlen und im Wasser gefunden. Nach 5 Jahren. Aha. Ich bekomme hier Wasser gezeigt. Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren sollte, aber ich sehe hier Wasser. Dieses Mädchen, ich glaube, sie wollte zur Schule gehen und sie ging sehr gern zur Schule. Und sie möchte, dass ich Ihnen sage, dass es gibt ein sehr starkes Gefühl zu diesem Mädchen und ich muss Ihnen sagen, dass die Freunde, die Spielkameraden, sie möchte ihren Spielkameraden danken, ihren Freunden, Freundinnen für etwas ganz Spezielles, was sie für sie getan haben, für sie ganz allein. Hatte sie einen guten Kontakt zu ihren Freundinnen? Ja, viele Freunde. Und waren sehr lebenslustig, Mädchen. Wie alt war die Rumi, als sie starb? 18. 18. Sie ist im August 18 geworden. Sie zeigt mir. Sie zeigt mir kleine Karten. Sie stecken Karten, die sie an die Wand kleben oder heften oder wo sie etwas dran ankleben und im Schlafzimmer hat sie irgendwie diese kleinen Aufkleber an der Wand oder diese kleinen Aufkleber oder Abziehbilder. Ja, doch, sie hat immer an der Wand irgendwo was geklebt und überall alles beschriftet. Das war so eine Macke von ihr. Ehrlich? Ja, hat sie wirklich gemacht. Da ich oft mal ja, aber es gibt einen Spiegel im Schlafzimmer und auf diesem Spiegel gibt es diese Abziehbilder und ich sehe kleine Blumen. Ja, okay. Ja. Das stimmt. Meine Tiere Saskia hat ein Bild hängen und das war mal ein Spiegel und da haben wir um das Bild drauf gemacht mit Blumen. Da wusste aber sonst niemand, nur gute Freunde von uns. Das ist wirklich so. Ja. Es gibt auch etwas, ein Regal im Schlafzimmer, das gehört Ihnen. Es ist voller Stofftiere. Es ist ganz ein besonderes Stofftier dort, ganz dicht bei ihr. Und es hat Sachen an. Eine Puppe? Ist das etwas mit Anziehsachen? Als wenn es sitzt auf dem Regal obendrauf. Ein Teddy sitzt da, der ist angezogen, ja. Ein Teddy? Ja. Aber danke. Ja, ist angezogen. Sie möchte, dass ich Ihnen auch sage, dass es ein kleines Schmuckkästchen gab. Es waren nicht sehr teure Schmucksachen, sondern eher Modeschmuck. Ja. Gab's das? Ja. Und sie mochte besonders alle möglichen Ohrringe, sammelte sie gern. Ich weiß nicht, sehr viele Schmucksachen. Ich sehe Armbänder, so was man sich ums Handgelenk wickelt. Viele Ohrringe hat Romy gehabt. Und alle Farben und Schattierungen hat sie in so ein Kästchen gehabt, im aufbewahrten Kästchen habe ich auch noch. Hast du das Portemonnaie mitgebracht? Ne? Ja. Und ja, in der Handtasche ist irgendetwas von ihr auch. Habt ihr das Gefühl, Romy versucht, mit euch Kontakt aufzunehmen? Der Ring ist für Sie. Haben Sie einen? Ja, ich habe einen Ring. Hast du? Den hat meine Freundin mit zwei Herzen drin. Romy und Herzmetra. Ja? Ja. Mit, haben Sie den dabei? Nein, habe ich nicht bei. Der ist hier. Aber wollten Sie ihn eigentlich heute mitbringen?
Haben vergessen vielleicht. Ich hätte ihn sonst mitgebracht, ja. Ist ein Ohrring. Ein Ohrring habe ich bei von ihr. Sie hat mir gesagt, Sie würden diesen Ring mitbringen. Sie hat mich an diesen Ring erinnert. Sie würden diesen Ring mitbringen. Ohrring und Kette. Ohrring und ihre Kette habe ich. Und das ist abgegangen. Ein Ohrring haben wir, James. Ein Ohrring hat die Mama mitgebracht von Romy. Den haben wir am Tatort gefunden. Den habt ihr da gefunden? In der Tasche, in der Brieftasche, im Portemonnaie. Eine Frage muss ich ganz kurz stellen. Habt ihr beiden das Gefühl, die Romy will mit euch Kontakt aufnehmen, dass ihr irgendwas spürt oder dass ihr träumt oder dass ihr ein Zeichen bekommt? Gibt es das? Ja, das gibt es. Ich habe eines Nachts im Bett gelegen und da war mir ganz doll kalt und habe immer versucht, die Decke im Rücken hinzumachen. Und ging aber nicht. Jedenfalls war mir mächtig kalt. Und dann habe ich so bei mir gedacht, ach, dann lass es doch so. Und dann war es, als wenn sich jemand auf die Bettkante gesetzt hat und dann wurde mir ganz warm. So eine Sache sind mir schon öfters passiert. Mhm. Und dann sage ich immer, oh, mir ist gut, ich weiß, dass du da bist. Mhm. Ist sie da? Ich habe eine Frage, ja? Ja, ganz genau so. Ich möchte noch etwas Ihnen sagen. Denn sie zeigt mir einen Fahrkartenstapel, ich weiß nicht, so ein Kartenspiel. Es ist Telefonkarten. Es ist unter ihren Sachen ein Fahrschein. Und sie sagt mir, sie haben sich das angeschaut und sie haben sich gefragt, ob sie das überhaupt aufheben sollten. Telefonkarte. Eigentlich hat Romy Telefonkarten gesammelt und sie hatte eine spezielle, aber die wurde nie gefunden. Die hat der Täter ihr weggenommen. Die wurde nie gefunden. Und meine jüngste Tochter hat die gleiche, aber nicht Romy ihre, sondern die gleiche. Und Pferde, sie zeigt mir ein Feld mit weißen Pferden. Sie liebte Pferde, also sie möchte mir, sie sagt mir, dass ich Ihnen sagen soll, dass sie jetzt mit Pferden zusammen ist. Ja, Romy hat Pferde gemocht. Mhm. Sie wollte immer reiten gehen. Ich konnte ihr das nie ermöglichen. Mhm. Geht's Romy gut? She's with the horses. Sie ist jetzt bei den Pferden. Sie möchte jemanden sagen, ist das Wilmas? Sie möchte irgendjemanden, der so ähnlich wie Villa oder Wilmas heißt, möchte sie grüßen? Nochmal, gab's da Villas, Wilmas, gibt's irgendjemanden? Yes. Ja, wer heißt denn sowas wie Wilma oder? Gibt es Wilma? So ähnlich klingt das für mich. Wilmana vielleicht? Keine Ahnung. Fällt euch jetzt nicht ein? Ne? Nee. Nichts, James. Ich möchte gerne wissen, warum die gestorben ist. Und sie sagt mir auch, ihre Schwester hat sich die Haare verändert. Und sie hat jetzt irgendetwas an ihren Haaren verändert, die Farbe oder... Und sie möchte Ihnen sagen, dass es ihr sehr gut gefällt. Jetzt hat die Akarina hat noch eine Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob du insoweit Kommunikation bekommst, James. Weil sie wird gern wissen, warum musste Romy so sterben? Warum wurde sie umgebracht? Kriegst du da irgendwelche Antworten oder... Vielleicht, wir machen anders. Denk drüber nach, vielleicht haben wir noch irgendwas, ja, was passieren könnte, das will ich nicht vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir geben ihm eine Chance, eine Pause, ja, einverstanden? Ja. Und machen gleich weiter, unter anderem auch mit diesen Sachen.